Oberarzt Dr. Benjamin Tuschi von der Uni-Frauenklinik Mannheim operiert eine 34-jährige Patientin. Sie leidet unter einem Myom der Gebärmutter, das sich auch negativ auf ihren Kinderwunsch auswirken kann. Der Eingriff in Vollnarkose unter Ultraschallkontrolle soll die gutartige Geschwulst deutlich reduzieren. Häufig sind es Zufallsbefunde beim Frauenarzt und wenn die keine Beschwerden haben, muss man nichts tun. Es ist aber so, dass Myome ganz viele verschiedene Symptome hervorrufen können, zum Beispiel starke Menstruationsblutungen, sogenannte Hypermenorrhöen oder auch Schmerzen, Druck im Unterbauch. Die können aber auch verantwortlich dafür sein, dass man zum Beispiel nicht schwanger wird. Die UMM nutzt verschiedene Verfahren zur Myombehandlung. Das neueste ist die Sonata-Radiofrequenzablation. Das Sonata-Verfahren bietet den Vorteil, dass wir tatsächlich eine absolut schnittfreie Alternative zur Myomtherapie haben, indem wir quasi durch die Scheide und den Gebärmutterhalskanal und sonografisch das Myom isoliert darstellen können und somit das Myom isoliert therapieren können mittels sogenannter Radiofrequenzablation. Das Besondere an dieser Methode ist unter anderem die dünne Sonde, die bis in die Gebärmutter eingeführt werden kann. Nach erneuter Ultraschalllageprüfung des Myoms wird der Bereich markiert, der mittels großer Hitze zerstört werden soll, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen. Dabei leiten dünne Elektroden Hochfrequenzströme in die Geschwulst, hier rot dargestellt. Das ist quasi die Zone, die jetzt thermoabladiert wird und dieser grüne Bereich außen ist die sogenannte Safety-Zone, in der wir geschaut haben, dass da keine umliegenden Organe wie Darm oder Harnblase zu liegen kommen, sodass wir jetzt unter Sicht quasi das Myom abladieren. Nachdem Hitze das Gewebe zerstört hat, verschwindet das Myom zwar nicht vollständig, verkleinert sich aber innerhalb einiger Monate um bis zu 70%, so die Experten. Die Beschwerden nehmen ab. Bisher gibt es nur wenige Kliniken in Deutschland, die dieses Verfahren aus den USA anwenden. Mannheim ist die einzige in der Region. Wir brauchen fähige Gynäkologen, die innovativ denken und Pioniere sein wollen. Wirklich neu ist, dass die Frauen nun eine Wahl haben, die einige der alten Optionen ersetzen kann, die deutlich invasiver sind. Je nachdem, wo die Myome liegen und was die Patienten für eine Therapieoption wünscht, kommen natürlich die unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten auch zur Anwendung. Zum Beispiel ist es bei Myomen, die an der äußeren Schicht der Gebärmutter liegen, bietet sich an, einen minimalinvasive Therapieansatz zu wählen, das heißt eine Bauchspiegelung, eine Laparoskopie, wo man durch den Bauchnabel mit kleinen Instrumenten durch die Bauchdecke hindurchgeht und dann auf einem Bildschirm das Myom sehen kann und dadurch das Myom quasi von der Außenwand der Gebärmutter entfernt. Wohingegen bei Myomen, die in der Gebärmutterhöhle liegen, wie zum Beispiel diesem kleinen gelben Myom hier, bietet die hysteroskopische, das heißt die Abtragung des Myoms durch den Zervikalkanal eine geeignete Alternative. Und eine Besonderheit und eine Schwierigkeit der Therapie sind zum Beispiel Myome, die in der Gebärmutterwand liegen. Und diese Myome sind zum Beispiel eine geeignete Indikation für das Sonata-Verfahren. Außerdem gibt es noch die Myomembolisation mittels Katheter. Unter Röntgenkontrolle wird das Gefäßsystem im kleinen Becken dargestellt und die gut durchblutete Geschwulst sichtbar. Über diesen Katheter werden kleinste Plastikkügelchen in diese Adern gebracht, sodass diese Adern dann letzten Endes verstopft werden und das Myom weiterhin nicht mehr mit Blut versorgt wird und somit dann quasi abstirbt. Für Myom-Patientinnen bietet das UMM eine Spezialsprechstunde. Dort gibt es auch Informationen zur passenden Behandlung im Einzelfall.